Morgen wirst du Frau und Kinder wiedersehen.
komisches Gefühl, was? Ja, seit 3 Jahren, das erste Mal. Hast du mal die Geschichte von Faust und Alma gehört? Die hat damals viel Staub aufgewirbelt, als sie mit harten Leger rumreisten. War das hier in der Stadt? Ja, ich habe selbst mit angesehen. Es war eine verteufelte Geschichte. Ja. Kannst mir erzählen, wenn du Lust hast. Ja. Frost hat mir so leid getan. Es war ein heißer Sommertag vor ein paar Jahren. Genau 7 Jahre ist es her. Das Regiment hatte eine Übung auf den Klippen draußen an der Bucht. Die Offiziere lagen im Gras und schwitzten in der sengenden Hitze. Sie hatten entsetzliche Langeweile und tranken Schnaps und Bier. Und die Soldaten, die mussten sich abrackern. Sie schimpften und fluchten ganz furchtbar. Es ist heiß wie der Hölle gewesen. Und plötzlich kam Alma auf dem Weg vorbei. Schön ist sie ja nie gewesen, aber eine Haltung hatte sie wie eine richtige Königin. Man konnte fast vergessen, dass sie weit über den Wonnemonat raus war. Das sind die wahren Kunst, mein Lieber, Sie verstehen. Der Junge hat Sie die Möglichkeit haben, so etwas zu verstehen. Ja, eine furchtbar wichtige Nachricht. Sag mir, was du mir zu sagen hast. Was hast du auf dem Herzen? Ich habe eine Nachricht vom Regimentschef für Sie. Der Regimentschef gibt sich die Ehre an mich, eine Nachricht zu senden. Ich bin gespannt. Das ist Ihre Frau Alma. Ah, das ist meine Frau Alma. Ich bin gespannt, was meine Frau Alma tut. Sie wartet nachts Ihre Frau mit den Offizieren. Lauf hin, zeig Alma, dass dein Mann deine alte Heim und schlag sie tot. Wir helfen dir gern alle, wenn du willst, und versohlen ihren unzüchtigen Hintern. Zeig dir mal, dass du der Mann bist. Komm mit, Junge. Du kommst mit. Los, du kommst mit. Du kommst mit. Wo sind sie? Da vorne.
Mann! An die Geschütze! Und dann begann Alma zu heulen und zu schreien, wir wären es, die ihren Mann umbringen wollten. Aber da wurden wir natürlich wütend, weil sie genau wusste, dass es ihre Schuld gewesen ist. Schließlich haben wir den armen Kerl aufgehoben und in den Zirkus gebracht. Mit den Weibern hat man seine Last. Das ist ein Sauwetter. Ja. Hey, Theodor, hilf mir doch mal. Kannst du nicht aufpassen? So, da stehst du wieder.
Hier, lauf nicht weg. Meinst du, ich schleppe den ganzen Kram allein? Das ist so eine verdammte Schweinerei. Nun kannst du mir wieder aufhelfen. So ein Wetter. Nicht so schnell. Du hast uns schon seit 3 Wochen keinen Lohn gezahlt. Wir frieren und wir haben Hunger. In Askaret haben sie uns fast die Hälfte der Kostüme gepfändet. Viele wissen nicht, was sie heute Abend bei der Vorstellung anziehen sollen. Es ist bestimmt schwer für dich. Das wissen wir selbst genau. Wir machen dich ja nicht für das Wetter verantwortlich. Nein, natürlich. Die Esbergs und Tante Asta und ein paar Kinder haben sogar schon Würmer gekriegt. Seit Herrljunga haben wir Flöhe im Wagen und von den Läusen mag schon keiner mehr reden. Damit könnte man bald eine Menagerie einrichten. Bärenschinken soll doch eine hervorragende Delikatesse sein. Wie wär's, wenn du das Untier abschießen oder schlachten ließest, bevor es verhungert? Du sagst sowas nicht! Ehe wir ihn schlachten, wirst du geschlachtet. Ich hänge mehr an dem Tier als an meinem Leben. Und du, du sagst keinen Ton? Hey, Albert, sag doch auch mal was. Man versucht, das Beste zu machen, was man kann. Und hinterher ist doch alles umsonst. Wenn ich an Amerika denke... In Amerika sind wir nicht. Wir sind hier in Schweden. In Amerika fahren wir Zirkusleute auf prächtigen Wagen im Land herum. Musikanten spielen und Elefanten trompeten. Alle lachen uns mit ihrem schönsten Lachen an. Die Leute schreien Hurra zur Begrüßung und veranstalten für uns große Empfänge. Und ich kündige ihnen mit lauter Stimme an, was wir ihnen bieten. Was wollt ihr? Wir nehmen unsere Zeltwagen und unsere Ardennenpferde und ziehen unsere schönsten Kostüme an. Die gepfändeten Kostüme, die in Askaret sind? Wir nehmen die, die wir haben und malen Plakate. Die Esbergs machen eine großartige Musik und der schöne Anton kündigt das Programm an. Also ich muss sagen, so dumm ist die Idee gar nicht. Was meint ihr? Ausgezeichnet, ich zieh mein Grünes an mit dem Strauß-Federhut. Ja. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Wenn der Zwerg dabei ist, mach auf ich dich mit. Auf dich verzichten wir gern. Ich rufe, hier kommt der Zirkus Alberti. Ja, der Zirkus Alberti, das ist richtig. Hört mal zu, Kinder, gerade ist mir ein Einfall gekommen. Ja? Stübergs Theatertruppe gastiert auch in der Stadt. Ich gehe zu Stüberg hin und bitte ihn einfach um Kostüme. Dann veranstalten wir heute Abend eine große Gala-Vorstellung. Und wenn die Vorstellung vorbei ist und unsere Kasse voll ist, dann geben wir ein feines Essen für Stüberg. Mit mindestens 4 Sorten Schnaps und Wein und mit Champagner und Chateaubriand und mit Kaviar. Und was es sonst noch alles gibt. Die Sonne ist da, die Sonne. Zieh dir dein bestes Kleid an, das mit den Schleifen, und mach dir eine hübsche Frisur und schmink dich so gut, wie du kannst. Wir machen nämlich einen Besuch. Was denn, beim Regierungspräsidenten? Nein, aber bei Sjöberg, Kindchen. Bei dem Theaterdirektor? Ach, so ein Unsinn. Klingelingeling, die Glocke ist zum Ankündigen sicher zu groß, was meint ihr? Du solltest dir lieber die Ohren waschen, altes Ferkel. Du verlässt mich doch niemals, nicht wahr? Was? Was meinst du? Wenn der Zirkus mal kaputt geht. Komm her. Irgendwie geht's schon weiter. Du darfst mich niemals verlassen. Das hast du mir versprochen, weißt du nicht? Mach dir darüber keine Gedanken. Du gehst aber heute zu deiner Frau. Ja, und zu meinen beiden Jungen. Es ist 3 Jahre her, dass ich bei ihnen war. Ich habe solche Angst. Bitte geh nicht zu ihnen zurück, Albert. Ann, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Darf ich mich jetzt weiter rasieren? Irgendwann in seinem Leben hat jeder Mensch Glück. So, meinst du? Sicher. Es gibt Zirkusdirektoren mit einem kolossalen Vermögen. Die haben Häuser und Diamanten. Und Automobile oder wie die Dinge heißen. In Amerika natürlich.
komisch. Dieses Kleid haben Sie in Askarat nicht gepfändet. Und den Sonnenschirm auch nicht. Da sieht man's wieder mal. Los? Mit mir? Was soll mit mir los sein? Gar nichts. Du bist so unruhig und aufgeregt. Ich bin unruhig. Merk dir etwas, mein Kind. Du lässt ganz allein mich sprechen. Du stehst neben mir und bist still und lächelst so hübsch, wie du kannst. Schübergs Schwäche für hübsche Mädchen ist ja überall bekannt. Atme auch ab und zu tief ein, damit er was von deinem Busen sieht. Ja. Vielleicht will er auch deine Beine sehen. Dann zeig sie ihm. Ich bin dir immer in deiner Nähe. Und wenn er handgreiflich werden sollte, hau ihm kräftig auf die Finger. So, mein Kind, komm. Ein unschuldsvolles Gemüt ist der schönste Schmuck einer Frau. Allein mit seiner Hilfe wird es ihr gelingen, der gemeinen Begierde Herr zu werden. Seid gewiss, Herr Vater, eure liebevollen Worte werden reiche Frucht in meinem Herzen tragen. Verzeiht, gnädigste Gräfin, eure Frau Mutter wünscht, mit eurem Herrn Vater zu sprechen. Herr General? Madame! Auf morgen, denn, meine Lieben, das Fest der nächsten Liebe. Was ist denn? Sind Sie nicht zufrieden mit meiner Auffassung? Sie müssen im Ganzen dramatischer sein, mein Lieber. Die Szene muss viel stummvoller sein. Zu dem Herrn Direktor? Der Herr kann doch sehen, dass er bei der Probe ist. Können wir vielleicht warten? Das ist zwecklos. Herr Direktor unterbricht seine Probe nie. Was ist da los, Blum? Sind Sie verrückt geworden? Mit wem sprechen Sie während der Probe? Zwei Herrschaften möchten zum Herrn Direktor, aber ich habe gleich gesagt, ich wünsche nicht, verstört zu werden, und dafür sollen Sie sorgen. Na, ich will nicht unhöflich sein. Sie sollen näher kommen. Aber laufen Sie doch nicht weg. Der Herr Direktor möchte Sie empfangen. Oh, es war nichts Wichtiges. Vielleicht ist es kommen Sie doch nach vorne, bitte. Oh, Ihr Stock. Nimm dich zusammen. Los, komm. Guten Morgen, Herr Direktor Schieberg. Schönes Wetter heute Morgen, nicht wahr? Wie? Mein Name ist Albert Johansson. Ich bin der Besitzer des Zirkus Alberti, der heute in dieser Stadt gastiert. Das ist meine Frau Ann. Ann, begrüße den Herrn Direktor. Womit kann ich Ihnen dienen? Wir... Einen Stuhl für Madame, bitte. Herr Blum, wollen Sie Platz nehmen, gnädigste? So, bitte. Sprechen Sie nur, Direktor Alberti. Tja, unser Kommen hat Gründe, die sehr traurig für uns sind. Die Hälfte unserer Kostüme wurde in Askarat zerstört. Da habe ich gedacht, Herr Direktor Schieberg wäre vielleicht unser Retter in der Not und würde uns ein paar Mäntel leihen und ein paar Hosen aus Seide, vielleicht auch einige Hüte. Und wenn wir Ungeziefer mit den Kostümen zurückerhalten? Ich bitte Sie, Herr Direktor. Na ja, Flöhe, Wanzen, Läuse, Bazillen von ansteckenden Krankheiten. Ich habe gehört, dass das beim Zirkus vorkommen soll. Wer weiß, was für unangenehme Überraschungen ich erlebe. Herr Direktor Schieberg, ich versichere Ihnen... Wie viel Leihgebühr können Sie bezahlen, Direktor Alberti? Ja, ich habe mir gedacht, dass wir... heute Abend rechnen wir mit Einnahmen. Was verlangen Sie? So viel, wie Sie sicher nicht bezahlen können. Warum beleidigen Sie mich? Weil Sie... zu diesem Landstreicherpack gehören, zu diesem Zigeunervolk. Weil sie sich nicht wehren, wenn ein Mann wie ich sie beleidigt, weil sie sich nicht dafür schlagen. Wir verachten euch, weil ihr in Zirkuswagen lebt und wir in schmutzigen Hotelzimmern, weil wir Kunst machen und ihr Kunststücke. Sehen Sie, der Unbegabteste von uns kann den Größten von euch anspucken. Wollen Sie wissen, aus welchem Grund? Weil euer Einsatz das Leben ist. Uns genügt die Eitelkeit völlig. Ich finde, dass Sie lächerlich und aufgedonnert wirken, mein Herr. Und Ihre kleine Dame könnte sicher hübscher aussehen, wenn Sie vernünftiger angezogen wären. Ja, wenn Sie den Mut dazu hätten, würden Sie uns noch lächerlicher finden, mit unserer halben Eleganz, unserem geschminkten Gesicht und unserer unnatürlichen Sprache. Antworten Sie, mein Lieber, warum sollte ich Sie nicht beleidigen?
Verzeihung, Herr Direktor, aber ich verstehe nicht... Ja, das ist Ihre große Stärke. Geben Sie uns die Sachen? Ich gebe sie Ihnen. Nehmen Sie, was Sie wollen. Ja, aber was ist mit der Bezahlung? Wir werden heute Abend zu Ihrer Vorstellung kommen. Oh, eine allzu große Ehre. Ja, da haben Sie recht. Blum, zeigen Sie, was an Kostümen vorhanden ist. Leben Sie wohl. Es geht weiter mit der Probe. Dieselbe Szene noch einmal. Los. Herr Vater, ihr habt nach mir geschickt? Ja, mein geliebtes Kind. Und ich kann und will dir nicht verschweigen, dass es die Sorge war. Die väterliche Sorge um dein Wohlergehen, die mich zu diesem Schritt gezwungen hat. Komm zu mir, mein Kind. Ehe ihr Vorwürfe gegen mich laut werden lasst, mein Vater, gestattet mir ein Wort zu meiner Rechtfertigung vorzubringen. Ihr seid mir stets ein Vorbild gewesen, dem nachzueifern, das ganze Anliegen meines jungen Lebens gewesen ist. Meine Freundin, die Gräfin, die ihr hier seht, wird euch das bestätigen. Madame. Da 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 da. Du hast mich um den Verstand gebracht. Ich bin verrückt nach dir. Willst du mich heiraten? Du darfst nicht mit diesem alten Esel weggehen. Liegst du mit ihm zusammen im Bett? Hältst du ihn in deinen Armen und flüsterst du ihm Liebesworte ins Ohr? Komm sofort mit mir. Du musst mit mir kommen. Du darfst mich nicht quälen. Ich liebe dich. Ich will schlafen mit dir, jetzt gleich. Komm mit! Oder ist es dir lieber, dass ich dich hier vergewaltige? Hier, auf der Stelle, vor den Augen und Ohren deines Zirkusdirektors. Lass mich los, Sie kommen! Du sollst mich los! Sie können ruhig kommen, ich lass dich nicht los. Versuch, ob du freikommst. Versuch's doch. Wie redest du denn mit mir? Sprich nicht so von meinem Mann. Ich will nicht, dass deine Hände mich berühren. Wenn wir allein hier oben wären, dann würde ich dich schlagen. Wenn wir allein hier oben wären, dann würde ich deinen lächerlichen Widerstand zusammenknüllen wie einen kleinen Fetzen Papier. Aus was für einem Stück hast du diese Antwort gestohlen? Wie du dastehst und schnaufst wie ein liebestoller Stier. Ich bin nicht deine Kuh. Geh auf die Bühne, wo diese flachbrustigen Frauenzimmer auf dich warten, die bei deinem Anblick vor Wonne weich in den Knien werden. Wie viel kostet das, Fräulein? Ja, ich bin nicht ganz abgebrannt. Du hast völlig recht, ich bin sehr taktlos gewesen. Ich habe einfach vergessen, mich nach deinem Preis zu erkundigen. Du bist viel zu schön für einen richtigen Kerl. Du siehst ja aus wie ein Mädchen. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass du es gar nicht fertig bringst, deine Frau zu befriedigen. Überleg dir, was du zu mir sagst, kleines Aas. Überleg dir, was du zu mir sagst. Deine Ohren sind ja ganz rot geworden. Jetzt bist du nicht mehr so schön. Wenn du mich noch einmal anfasst, dann werde ich deinen Mund zerbeißen. Dann werde ich deinen Mund zerbeißen, bis er nur noch ein Fleischfetzen ist. Wenn ich nicht schön bin, dann bist du umso schöner. Du sollst nicht mehr an meine Worte denken. Ich bitte dich. Ich bitte dich für alles um Verzeihung. Du musst meine Geliebte werden. Verstehst du mich? Du musst. Ich bitte dich. Dann fall auf die Knie. Schlag mit dem Kopf auf den Fußboden. Tu, was ich sage. Noch einmal und fester. Ein einziges Mal werde ich dich küssen. Ein einziges Mal. Du sollst weggehen. Du sollst weggehen. Du hast mir so weh getan. Was für wunderbare Spiele! Heute Abend gibt der Zirkus Albert die große Galavorstellung. Darauf kannst du dich verlassen! Kleider an! Blum ist unser Freund geworden. Er hat sogar Brüderschaft mit mir getrunken. Wollen Sie auch mal trinken? Aufgepasst, meine verehrten Herrschaften, ich habe Ihnen eine Ankündigung zu machen.
Obwohl der Aufwand an Mühe, Zeit und Geld riesengroß gewesen ist, hat der Zirkus Alberti nicht darauf verzichtet, dieser Stadt einen Besuch abzustatten. Heute Abend haben Sie, meine verehrten Herrschaften, die einmalige Gelegenheit, eine große Gala-Vorstellung zu erleben, wie Sie sie bestimmt noch nie gesehen haben. Schönheit und Kraft könnt ihr bei uns bewundern, meine Herrschaften, und dazwischen werdet ihr immer wieder lachen. So habt ihr noch niemals gedacht. Prachtvolle, kostbare Dekorationen, wundervolle Kostüme, Künstler der Zirkuswelt, deren Namen überall auf der Erde von allen Menschen nur mit Bewunderung genannt werden. Und so aller Vorstellung. Ihr da könnt ihr nicht hören, ihr sollt still sein. Ihr sollt still sein. Wer hat euch erlaubt, diesen Umzug zu veranstalten? Wisst ihr nicht, dass das untersagt ist? Wir machen doch nur ein bisschen Propaganda für uns. Ja, schon gut. Sagen Sie, haben Sie dafür einen Erlaubnisschein? Einen Erlaubnisschein? Ja, gedacht, dass Sie gedacht haben, hilft Ihnen auch nicht. Verschwindet auf der Stelle mit eurem Wagen. Ihr dürft euch nur am Markt aufhalten. Da könnt ihr euch produzieren mit euren albernen Kunststücken. Wenn ich Ihnen möchtest sage, du eins auf den Schädel haben, du großmäuliger Zirkusaffe, du? Verschwindet! Hörst du nicht? Soll ich dir die königliche Verfügung mit Schlägen in den Schädel einbauen oder gehst du jetzt? Du steigst auf der Stelle herunter. Soll ich dir erst noch Beine machen? Herunter, sag ich. Polizei, Polizei, ein Kopf wie ein Ei. Die Pferde ausspannen! Die Pferde werden bis morgen früh beschlagnahmt. Als Strafe für eure unverschämte Großmäuligkeit. Marsch! Na los, vorwärts! Au! Elendes Gesindel von Taschenspielern! Weg mit den Pferden! Vorwärts! Bring den Wagen weg! Los, ein bisschen schneller. Mach gar nicht wieder welche Bemerkungen. Na, was ist? Wird nur weitergespielt oder nicht? Wenn ihr nicht wollt, dann will ich auch nicht mehr. Wie wär's mit deinem Baden bei der Hitze? Nein, nein, geh ruhig allein. Lass mich lieber spielen. Baden? Was heißt denn das? Ich hab doch erst zu Weihnachten gebadet. Kümmerst dich doch sonst nicht um meine Stiefel. Ich will nicht, dass sie behauptet, ich sorgte nicht gut für dich. Och, ich werde mich einen Dreck um deine Stiefel kümmern. Es ist mir gleich, was sie von mir behauptet. Du solltest nicht schon am Morgen trinken. Um welche Zeit kommst du heim? Das ist meine Sache. Du scheinst Lust zu haben, heute Nacht dort zu schlafen, was? Gönnst du mir nicht, dass ich meine beiden Jungen wiedersehe? Nach 3 Jahren. Dann wird's auf ein Jahr mehr nicht ankommen. Das begreifst du eben nicht. So, aber ich begreife, dass deine Frau in ihrem Laden hockt und auf dich wartet. Sie wartet und hofft, du kämst wieder zu ihr zurück. In ihrem Laden die Mütze zu schwenken, das würde dir wahrscheinlich so passen, hm? Halt doch dein Maul. Du sagst nicht nein, also stimmt's. Du sehnst dich danach, deine Ruhe zu haben. Du Vieh, du Altes. Du spürst, dass es abwärts geht mit dir, du hast Angst. Ich bin rechtzeitig zur Vorstellung wieder da. Bitte geh nicht. Warum? Bitte geh nicht. Geh nicht weg, ich bitte dich, geh nicht weg. Warum weinst du? Ich weine ja gar nicht. Du bist eifersüchtig, nicht wahr? Das ist kein Wunder. Du willst fort und kommst vielleicht nicht wieder. Ich fühle, du machst dir nicht das Geringste aus dem Zirkus und aus mir auch nicht. Bitte sag mir doch, was soll ich anfangen, wenn du fortgehst? Mann, ich liebe dich. Das ist nicht wahr, du liebst mich nicht. Wenn es wahr wäre, dann würdest du nicht zu deiner Frau gehen. Doch, Mann, ich liebe dich. Nein, du liebst mich nicht. Also gut, dann liebe ich dich eben nicht, den Teufelsnamen. Wenn du zurückkommst, werde ich weg sein. Du hörst, was ich sage. Was heißt das? Wohin willst du? Auf jeden Fall bin ich nicht mehr hier. Das soll dir einer glauben.
zurück, dann wirst du es glauben. Bitte, Sie wünschen? Guten Tag. Ich wollte... Kennst du mich nicht mehr? Nein. Ach so. Was wünschen Sie bitte? Ist die Mama da? Ja. Ich möchte Sie sprechen. Es ist gerade zu Mittag. Tja. Vielleicht kann ich hier warten, bis sie fertig ist. Ja. Es ist aber schönes Wetter heute. Sicher bist du unser Vater. Tja. Und wie geht's dir? Danke, gut. Und Albert? Der hat gestern Abend einen Zahn verloren. Hilfst du der Mama jetzt im Geschäft? Ja. Schön von dir. Sehr schön von dir. Wie alt bist du? 9 Jahre. Da bist du ja schon groß. Willst du nicht bald im Zirkus anfangen? Nein. Ich glaube, da kommt die Mama. Guten Tag, Akta. Wir sind in der Stadt hier. Da dachte ich, ich komme mal vorbei und sehe, wie es euch geht. Möchtest du etwas essen? Mache ich einen so verhungerten Eindruck? Nein, so habe ich es nicht gemeint. Also dann sehr gern. Komm nur. Pass im Geschäft auf, Erik. Heute gibt's Eierpfannkuchen bei uns. Hoffentlich bist du damit zufrieden. Ja, natürlich, Akta. Ist es euch in der Zwischenzeit gut gegangen? Ja, ich habe jetzt auch den Forsellschen Tabakladen. Außer mir gibt's niemand in der Stadt, der Tabak verkauft. Es ist ein guter Kauf gewesen. Das alte Geschäft führst du weiter? Natürlich, was hast du denn geglaubt? Wenn es dir zu warm ist, kannst du meinetwegen die Jacke ausziehen. Mir ist aber nicht warm. Zieh ruhig die Jacke aus, ich will den Knopf annehmen, der fehlt. Albert, ich bitte dich, wie kannst du so herumlaufen, so liederlich? Kümmert sich denn das niemand... Das geht keinen was an. Wenn du keine Hemden mehr hast, kauf dir welche. Wenn ich nicht das Geld dazu habe, wovon? Das ist kein Grund, mich anzubrüllen. Du hast aber auch so eine Art... Bist du hier, um Streit mit mir anzufangen? Wenn du willst, kannst du Geld von mir leihen. Du solltest dich schämen. Was ist das für eine Art und Weise zu reden? Was ist das für eine Art und Weise zu reden? Misch dich nicht in meine Angelegenheiten. Ich bedanke mich für deinen Edelmut. Das kannst du dir merken. So? Meinst du, ich wollte dich kränken? Versuch doch mal, die Sache ganz natürlich zu betrachten. Warum willst du nicht Geld von mir ausleihen? Du bist wohl sehr oben auf. Willst du dich an mir rächen? Ich will mich an dir rächen, das verstehe ich. Bitte spiel nicht Theater, Akta. Das machst du verdammt schlecht. Ach so, du meinst, weil du fortgelaufen bist? Du weißt nicht, wie sehr ich dir dafür danke. War? Ja, es ist so. Ich bin dir dankbar dafür. Damals, als du plötzlich fort warst, habe ich endlich innerlich Ruhe gefunden. Mein Leben fing an, mir zu gehören. Endlich kam ich von diesem schrecklichen Zirkus los, der mir ein Greuel war, vor dem ich mich fürchtete. Diese Menschen da, diese schreienden, fluchenden Menschen, diese Welt, in der es nur Kummer gibt und Elend, Krankheiten, Läuse und Schmutz und weiß der Himmel was noch. Nein, das war kein Leben. Jetzt ist alles anders geworden. Ich bin dir sehr dankbar. Wollen wir rübergehen ins andere Zimmer? Wie du willst. Du bist eine verdammt tüchtige Frau, Akta. Ich freue mich, dass du das sagst. Wir hatten es zusammen gut. Wieso? Als du bei uns warst und mit dem Zirkus herumzogst, ehe du das Geschäft geerbt hast. Du hast die Kinder gegen meinen Willen auftreten lassen. Ich fror und immer hatte ich Angst. Nein, es waren schwere Jahre, Albert. Warum kamst du mit?
Weil ich an dir hing. Das ist vorbei. Ist es gut, wenn wir darüber sprechen? Nein, es kann ja doch zu nichts führen. Ich war zuerst in dich verliebt, dann liebte ich dich. Und plötzlich bist du fort gewesen. Ich fühlte, wie alles gestorben war, sozusagen über Nacht. Ja, das war sehr eigentümlich. Du sagst, dass ich fortgelaufen bin. Aber hast du mit dem Geschäft weitergemacht und ich mit dem Zirkus. Wir sollten nicht davon reden. Ja, für dich ist alles klar. Für mich ist alles durcheinander. Habt ihr es schwer? Ich meine, nehmt ihr genug Geld ein? Da kannst du noch fragen. Zum Wohl, Albert. Zum Wohl, Akta. Danke für das Essen. Es ist wie früher. Alles so still. Sommer wie Winter. Es ist eine stille Straße. Jahr aus, Jahr ein. Alles steht still. Das bedeutet für mich Reife. Für mich wäre es Leere. Ach, ich weiß es. Ich bin nur ein armer Gaukler in einem Narrenspiel von dunklen, unverständlichen Begebenheiten. Ihr trügerisches Trachten, Ihre kokette Schwäche, ja, sogar Ihre aufreizende Gleichgültigkeit, Sie alle verwandeln meine einfache Welt von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde. Und darum frage ich mich selbst, sag, bist du Graf Badrancourt de Chamballe oder das armseligste Wesen unter all diesen Menschen? Darum komm heraus, o Dolch, aus deinem finsteren, versteckten Gefängnis und suche dir endlich den Platz, der den Durst deiner Begierde löschen kann. Ich begrüße dich mit heißer Freude und wie eine junge Geliebte will ich dich fest an meine schmerzerfüllte Brust drücken. O komm und lass uns eine Liebesnacht ohnegleichen zusammen feiern, in diesem einsamen Park, an eben dem Ort, wo meine herzlose, grausame Göttin mir zum ersten Mal ihre Gunst schenkt. Lebe wohl, o Welt! Lebe wohl, du Königin meines Herzens. Möge mein Grab benetzt werden von deinen Treutränen. Ich sterbe. Ich sterbe. Vorhang hoch! Alle auf die Bühne! Alle auf die Bühne! Ja, ja, meine Damen und Herren, die Probe ist für heute beendet. Es war wieder mal herzlich schlecht. Hoffentlich wird es morgen besser. Blum, Sie sind und bleiben ein Esel. Jawohl, wie Herr Direktor befehlen.
Ich will nicht mehr beim Zirkus bleiben. Du lachst über mich? Ich finde, du bist sehr schön. Deshalb lache ich. Du musst nicht denken, ich wollte eine Frau werden. Ich möchte nur mit dir zusammen sein. Weißt du, wonach du riechst? Nach Stall. Nach billigem, schlechten Parfüm, nach Schweiß. Weißt du, dass ich dich wie ein Hund ablecken würde? Wie schlecht du dich schminkst. Ich zeige es dir. Komm mit. So, gib mir deinen Mund. Riech ich nach Schweiß? Aber nein, damit wollte ich dich nur ärgern. Mein Parfüm ist nicht besonders fein, das weiß ich. Oh, du bekommst welches von mir. Hier? Du hast wunderschöne Hände. Gut, ich finde es wundervoll. Es ist wohl sehr teuer. Ich schenke es dir. Ich kann nichts dafür, dass mein Kleid nach Stall riecht. So riecht es bei uns im Zirkuswagen überall. Du wolltest mich doch schminken. Wozu brauchst du Schminke? Wer hat dir das geschenkt? Vorsicht, das bringt mir Glück. Bestimmt hast du es von einer Frau. Ich bin einfach nicht mehr da, wenn er kommt und mich sucht. Keine Spanierin wird heute Abend auf seinen klapprigen Gäulen reiten. Keine junge Frau im Trikot wird durchgesägt werden von einem ewig betrunkenen Zauberer. Ich werde einfach nicht mehr da sein. Und wenn du mich satt haben wirst? Das wird nicht geschehen, denn vorher schlage ich dich tot. Wenn ich dich nicht schon früher totschlagen werde. Oh, ich bin stark, das schaffst du nicht. Sieh nur hier. Es stimmt wirklich. Ich kann auch Nüsse mit den Zähnen aufknacken. Allmählich bekomme ich Angst. Unseren Wallach reite ich jeden Abend im Herrensitz, im vollen Galopp, ohne Zügel und Sattel. Er pariert nur auf den Druck meiner Oberschenkel. Kannst du sowas auch? Nein. Nein, das glaube ich nicht. Du bist bestimmt schwach, das sehe ich. Dein Körper sieht übrigens ganz gut aus, aber du trainierst zu wenig. Dir fehlen die Muskeln. Ich bin trotzdem nicht schwach. Messen wir unsere Kraft. Ich wette, ich bin stärker als du. Du isst zu gut und zu viel. Ich bin etwas stärker als du. Ich kann nicht mehr. Bitte lass mich doch los. Kannst du mich nicht zufrieden lassen? Gib mir den Schlüssel. Du bist doch beim Zirkus. Ich möchte gerne wissen, wie man es macht, Bären tanzen zu lassen. Ist das wahr? Ich höre, man benutzt dazu glühende Stangen. Gib mir den Schlüssel. Du hast mich jetzt. Gib mir den Schlüssel, gib mir den Schlüssel! Natürlich, du hast mich, aber du gefällst mir viel besser so. Besser als vorher. Gib mir den Schlüssel. Du bekommst den Schlüssel. Nachher. Gib mir den Schlüssel. Ich denke, erst spielen wir unser Spiel zu Ende. Gefällt dir das Amulett? Ein ziemlich kostbares Ding. Das hat mir einmal vor Jahren eine Dame geschenkt, aus Dankbarkeit. Wenn du lieb und vernünftig bist, dann bekommst du es von mir. Dafür kaufst du dir eine Menge schöner Kleider. Vielleicht lebst du auch ein Jahr davon. Du brauchst nicht mehr mit dem Zirkus herumzufahren. Das Amulett wird dir Glück bringen. Heute Nachmittag verkaufst du es dem Juwelier. Er wohnt hier, gleich um die Ecke. Ich kann ein Jahr von dem Geld leben? Mindestens ein Jahr, mein Kind. Die Perlen sind echt, sie sind sehr viel wert. Darf ich dann fortgehen? Du gibst mir bestimmt den Schlüssel? Ja, dann darfst du gehen. Und niemand erfährt es? Niemand erfährt es.
So, das wär's. Ich hab's ausgebessert, so gut es ging. Aber du müsstest Vielen natürlich Dank, mal... Vielen Dank, Akta, es ist gut. Es ist Zeit, ich muss gehen. Also? Guten Tag. Guten Tag. Was willst du denn? Du Mutter, da unten steht so ein lustiger Mann am Theater mit einer großen Drehorgel. Und einen Affen hat er auch, der macht feine Kunststücke, wenn er 5 Euro bekommt. Was sagst du da? 5 Euro sind eine Menge Geld, das ist viel zu viel, finde ich. Kann ich sie nicht trotzdem von dir kriegen, Mutter? Du kriegst deine 5 Euro von mir. Bitte? Bedank dich, Albert. Dankeschön. Bitte, mein Junge. Und nun mach das sofort, komm. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bist du müde? Tja, der Cognac und das viele Essen. Du, Akta. Ja? Es ist schwer zu sagen. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Dann sag doch lieber nichts. Du darfst nicht böse sein. Das kann ich dir nicht versprechen. Na schön. Ich verspreche es dir. Ich möchte hier bleiben bei dir. Ich möchte Schluss machen mit dem Zirkus. Ich bin alt geworden. Ich kann nicht mehr. Ich will auch nicht mehr. Hier bei dir käme ich endlich zur Ruhe und könnte mit ansehen, wie meine Jungen aufwachsen. Ich würde dir auch helfen in deinem Laden. Ich meine, ich kann sehr nett und liebenswürdig sein, wenn ich will. Das weißt du selbst genau. Sag, dass ich bleiben soll. Du wirst es bestimmt nie bereuen, Akta. Ich werde immer nur das tun, was du willst. Du musst nicht wie ein Bettler dastehen. Ich bin ja ein Bettler. Aber wenn du glaubst, ich wollte es nur wegen deines Geldes, oh nein, das stimmt nicht. Weißt du, ich könnte nämlich das große Zelt verkaufen. Ein paar kostbare Kostüme habe ich noch. Und selbstverständlich die Pferde, die gehören mir doch auch. Und was ich dafür kriege, steckt mir ins Geschäft. Warum sprichst du nur so viel? Weil du kein Wort dazu sagst. Und was soll ich dazu sagen? Dass ich hier bleiben kann. Nein, du kannst nicht hier bleiben. Hast du einen anderen? Wenn es so wäre, was würde es schon ausmachen? Soll ich deinetwegen mein Leben lang einsam bleiben? Aber keiner soll hierher kommen und mir meine Ruhe nehmen und mein eigenes Leben. Hörst du, Albert? Keiner. Tja. Thank you.
Wo bist du gewesen? Wo ich gewesen bin? Warum fragst du? Darf ich nicht fragen, wo du gewesen bist? Deine Stimme hat so einen Ton. Ach, wirklich? Ich bin in der Stadt spazieren gegangen. Warst du allein? Sonst noch was? Nein, sonst nichts. Und was hast du selbst gemacht? Geht dich das was an? Außerdem weißt du es ja. Ich weiß nicht, was ihr den ganzen Nachmittag gemacht habt, du und deine Frau. Von dir haben wir gesprochen. Du hast wohl ein schlechtes Gewissen? Ich nicht, aber ich glaube du. Wie komme ich denn dazu? Darf ich nicht spazieren gehen und mir Schaufenster ansehen? Und Juwelierläden besuchen. Hast du spioniert? Ich denke nicht dran, aber zufällig habe ich gesehen, wie du aus dem Theater kamst und um die Ecke zum Juwelier gegangen bist. Na, wenn schon. Weshalb warst du im Theater? Oh, ich sah zu, die Schauspieler haben wieder probiert. Musst du deswegen Krach machen? Welche waren da? Alle möglichen, ich kenne die Namen nicht. War Franz da? Kann schon sein. Hat er dich angesprochen? Nein. Ist das auch wirklich wahr? Wir sprachen kein Wort miteinander. Warum warst du so merkwürdig aufgeregt, als du aus dem Theater gekommen bist? Ich stolperte auf der Treppe und hab mir wehgetan. Och, was soll überhaupt das alberne Verhör? Hast du mich betrogen? Du bist ja verrückt. Was fällt dir ein? Wie kommst du dazu, mich so etwas zu fragen? Warum siehst du so ängstlich aus? Ich habe Angst, du willst mich schlagen. Ich werde dich nicht schlagen, wenn du die Wahrheit sagst. Es ist wahr, ich habe mit Franz geredet, ein paar Worte. Warst du in seiner Garderobe? Ich habe nur mal reingesehen. Hast du mit ihm geschlafen? Nein, ich schwöre es! Du sollst alles sagen. Ich schlag dich tot, wenn du nicht die Wahrheit sagst. Du zwingst mich, etwas zu erfinden, was nicht wahr ist. Ich zwinge dich, die Wahrheit zu sagen. Du lügst mich an mit jedem deiner Worte, lügst du. Ach, nein, das stimmt nicht. Er gab mir ein Amulett und sagte, ich bekäme Geld dafür. Deshalb bin ich in das Juweliergeschäft gegangen. Wo hast du das Amulett? Es war falsch. Der Juwelier sagt, es war nichts wert. Hast du mit ihm geschlafen für das Amulett? Nein. Jetzt merke ich genau, dass du lügst. Nein, 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 nein! Das hilft dir nichts. Niemand wird kommen, um dir zu helfen. Du irrst dich. Ich habe es nicht getan. Ich habe es nicht getan. Du irrst dich. Ich könnte dich totschlagen, wenn ich wollte. Aber ich habe keine Lust dazu. Bleib bei deiner Lüge, wenn es dir Spaß macht. Ja, ja, ja. Ich habe mit Franz geschlafen, weil er mich fast vergewaltigt hat. Er schloss mich in seiner Garderobe ein und ließ mich nicht fort. Und ich habe Angst gehabt, ich käme nicht mehr zur Vorstellung zurecht. Er gab mir das Amulett. Ich habe nicht gewagt. Ich fürchtete mich vor ihm und wagte nicht, Nein zu sagen. Sag doch ein Wort. Was erwartest du? Soll ich dir sagen, dass du lügst? Oder möchtest du erfahren, dass ich heute Morgen euer Gespräch im Theater mit angehört habe? Willst du wissen, was ich glaube? Ich glaube, du bist absichtlich zu ihm gegangen, weil du genug vom Zirkus hast und von mir. Wie ich genug habe vom Zirkus und von dir. Ich will nicht, dass du lachst! Wir sitzen beide in derselben Klemme an. Ja, ja, in derselben Klemme sitzen wir jetzt. Also, die Vorstellung heute Abend wird eine Sensation. Eine einmalige Sensation. Mit Hornmusik für Hornvieh und mit Blechmusik für Blechvieh, wenn es sowas gäbe. Was ist denn heute Abend mit dir los? Du machst ja ein Gesicht wie verhagelte Petersilie, du süße, reine, unschuldige Lilie. Hm.
Zum Wohl, Bruder. Zum Wohl. Auf gute Gesundheit. Zum Wohl. Soll ich dir etwas sagen? Es gibt eigentlich keinen Menschen, den ich hasse. Nicht mal den Polizisten, der so frech gewesen ist. Und ich hasse auch Ann nicht. Obwohl sie mich betrogen hat. Du verachtest mich nicht, wahr, Brust? Wie du alle verachtest, alle Menschen. Am meisten dich selbst. Ja. Aber ich habe die Menschen gern. Ich liebe sie. Ich möchte sie streicheln und umarmen. Ich habe keine Angst vor ihnen. Verstehst du mich? Ja. Ich will nicht mein Leben lang herumziehen und alle Straßen abfahren mit einem Lumpienzirkus. Nein, ich will Schluss machen mit dem Zirkus. Ich möchte endlich ein Bürger sein, mit Geld auf der Bank und einer anständigen Frau. Ah, da ist ja der Landstreicher. So. Und nun liegst du da, wohin du gehörst. Ja. Au, au, wer war denn das? Das kommt davon, wenn man glaubt, man ist allein auf der Welt. Ja, man hat sich nur einmal umgedreht und schon ist man gefangen wie eine Maus in der Falle. Meine Damen und Herren, ich habe die Ehre, mich vorzustellen als der berühmte und in aller Welt hochgeschätzte... Blume gefällig? Nein. Da. 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 Aber mein Lieber, was machst du denn? Ich bitte dich, du machst uns ja die ganze Lage kaputt. Augenblick. Ja. So, jetzt werden wir die Beine wohl zu behandeln. Das ist eine ungerechte Behandlung. Davon, weil du dich so schlecht benommen hast, werden wir nur behandelt, als wären wir der Abschaum der Menschheit. Und dabei bin ich der berühmte und hochgesetzte. Ah, halt mich doch fest, ich falle hier um. So ist es gut. Also ich habe die Ehre, meine Damen und Herren. Alter, ich falle doch, ich habe dir doch gesagt, du sollst mich festhalten. Siehst du? Ah, alles, mein lieber Freund. Ach, gib dich doch, wo ist Alma? Nicht so schnell, meine Herrschaften! Kommen Sie herein, meine Herrschaften! Kommen Sie herein, meine Herrschaften! Einmalige Sensationen gibt es bei uns zu bewundern! Ich begrüße Sie! Bitten Sie näher, meine Herrschaften! Komm, Tanzdorf! Tanzdorf! Darf ich bitten, meine Herrschaften? Gleich beginnen wir mit den vortrefflichsten Darbietungen des heutigen Abends! Bitten Sie näher, meine Herrschaften! Zurück, meine Damen und Herren! In der Manege haben nur die Künstler etwas zu suchen! Komm hierher! Ja. Hierher! Komm zu mir, Alma! Komm zu mir, Alma! Du gehörst zu mir! Du gehörst zu mir, Alma! Achtung, meine Damen und Herren, ich bitte Sie sehr um Ruhe! Silenzium! Meine Damen und Herren, es folgt die große Attraktion des heutigen Abends. Eine echte, feurige Spanierin reitet ein edles, andalusisches Vollblut. Eine großartige Nummer, die Sie niemals vergessen werden. Die feurige Spanierin. Wie geht es dir, meine Süße? Hast du unser Abenteuer gut überstanden? Wollen wir nicht heute Abend zusammen reiten? Thank you.
Meine Damen und Herren, Sie alle sind Zeugen gewesen, dass die beiden Herren sich soeben beleidigt haben. Wir wollen Richter in dem Zweikampf sein, der jetzt ohne jede Frage stattfinden muss. Herr Direktor, darf ich Sie bitten, die Peitsche fortzulegen? Alfredo, nimm die Peitsche. Ja, Herr Direktor, ich komme. Ich brauche Sie nicht darauf aufmerksam zu machen, dass der Gebrauch von Messern unter Gentlemen verboten ist. Anfangen! Dem Schuft. Ich geb's ihm. Ich geb's ihm. Schuft. Lass mich. Ich geb es dir. Da steht er. Meine Damen und Herren, das war der Schluss unserer heutigen Zirkusvorstellung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Musik! Da geht's hinauf, meine Herrschaften! Albert. Albert. Was hast du? Was ist? Warum wolltest du nicht tanzen? Hast du dich gefürchtet? Albert! Albert!
Mach die Tür auf. Lass mich doch bitte reinkommen. Bist du tot? Hey, Albert! Nein! Nein? Dann kannst du uns doch reinlassen. Willst du durch die Tür aufmachen? Geht alle zum Teufel und lass mich in Frieden! Er hört nicht auf mich. Was soll ich machen? Das Zelt abgebaut werden? Tut, was ihr wollt, das geht mich nichts an. Die Kasse war gar nicht so übel. Dann teilt sie auf und halt's Maul! Hier. Albert! 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 Jetzt! Beim Prinz ist das Hufeisen links vorn locker. Bring's in Ordnung, bis wir fahren. Fahren wir denn? Natürlich fahren wir. Als ich vorhin meinen Rausch ausgeschlafen habe, da hatte ich einen schönen Traum. Ich träumte, dass Alma zu mir kam und sagte, du siehst traurig aus und müde, Frost, sehr traurig und sehr müde. Es wäre gut für dich, wenn du dich einmal ausruhst. Oh ja, sagte ich,
Dann werde ich dich klein machen, so klein wie ein Kind vor der Geburt ist, hat sie zu mir gesagt. Dann kommst du zu mir. Ich nehme dich in meinen Bauch hinein, dort kannst du schlafen und ausruhen, solange du Lust hast. Es wurde so, wie sie sagte. Ich legte mich zurecht in ihrem Bauch und sofort schlief ich ein. Ich schlief so fest und so gut und so schön, wie ein Kind, das zufrieden und glücklich in der Wiege liegt. Und dann wurde ich immer kleiner und immer kleiner. Und ganz zum Schluss war ich nur noch ein winziges Samenkorn. Und auch das verschwand und ich war weg. Was stolperst du immer da draußen rum? Komm endlich rein und schlaf dich aus. Ja, siehst du. Alma kann einfach nicht einschlafen, wenn ich nicht da bin und neben ihr im Bett liege. Ja, ja, so ist sie. Eine komische Frau ist sie. Gute Nacht. Gute Nacht. Thank you.